Der traurige Wunkel, eine Weihnachtsgeschichte. In einem abgelegenen Teil des Harzgebirges lebte ein seltsames Wesen namens Wunkel. Der traurige Wunkel war eigentlich ein freundliches Geschöpf, doch sein Äußeres verschreckte die Menschen. Der traurige Wunkel war ein faszinierendes Wesen, das durch sein Äußeres und seine Ausstrahlung gleichermaßen beeindruckte und beängstigte. Sein Körper war groß und von einer samtig wirkenden dunklen Haut bedeckt, die in verschiedenen Schattierungen von Blau und Violett schimmerte. Über seinen breiten Schultern und entlang seines Rückens erstreckte sich ein dichtes, zotteliges Fell, das in tiefschwarzen Locken fiel. Die Farben seines Fells und seiner Haut bildeten einen einzigartigen Kontrast zu den sanften Tönen des Waldes. Die großen, runden Augen des Wunkels waren von einem leuchtenden Blau, das im Licht der Sonne oder des Mondes wie kleine Sterne glänzte. Die Augen strahlten jedoch nicht nur Helligkeit aus, sondern auch eine tiefe Traurigkeit, die jeden, der ihn ansah, das Herz berührte. Sein Gesicht war von sanften, aber markanten Linien geprägt, die seine Freundlichkeit und Sehnsucht nach Akzeptanz deutlich machten. Um seinen Hals trug der traurige Wunkel einen roten Schal, den er sorgfältig drapiert hatte, als wollte er seine festliche Seite betonen. Trotz seiner Erscheinung war sein Gang sanft und behutsam, als hätte er gelernt, sich in der Welt zurückhaltend zu bewegen. Was den Wunkel besonders auszeichnete, war seine Fähigkeit zu sprechen. Seine Stimme war tief und melodisch, und jedes Wort schien von unsichtbarer Magie umhüllt zu sein. Wenn der Wunkel sprach, konnte man die Sehnsucht in seiner Stimme hören. Die Sehnsucht nach Verständnis und menschlicher Nähe. Seine Worte waren weise und voller Wärme, und obwohl sein Äußeres auf den ersten Blick beängstigend wirkte, konnte man in seinen Augen die Güte und das Verlangen nach Freundschaft erkennen. Der traurige Wunkel war mehr als nur ein gruseliges Erscheinungsbild. Er war ein Wesen voller Emotionen und Tiefe, das sich nach Liebe und Akzeptanz sehnte. Der traurige Wunkel wohnte allein in einer kleinen Höhle tief im Wald. Die Höhle des traurigen Wunkels war ein gemütlicher Rückzugsort, der seine Persönlichkeit widerspiegelte. Der Eingang der Höhle war von moosbewachsenen Felsen umrahmt und ein weicher Teppich aus Waldgräsern führte hinein. Die Dunkelheit im Inneren wurde von einem warmen, sanften Licht erhellt, das von leuchtenden Kristallen an den Wänden und der Decke ausging. In einer Ecke der Höhle befand sich ein improvisiertes Bett aus weichen Moosen und Blättern, auf dem der Wunkel gemütlich ruhen konnte. Ein großer, selbstgefertigter Teppich aus bunten Blumen und Pflanzen lag vor dem Bett und verlieh dem Raum einen Hauch von Farbe und Fröhlichkeit. Entlang der Höhlenwände hingen kunstvoll arrangierte Ranken und bunte Blätter, die den Raum in eine natürliche Kunstgalerie verwandelten. Der Wunkel hatte kleine Regale eingebaut, auf denen er funkelnde Steine, Muscheln und andere Schätze aus dem Wald aufbewahrte. In der Mitte der Höhle befand sich ein kleiner, selbstgebauter Tisch aus Ästen und Steinen, auf dem der Wunkel seine Gedanken aufzeichnete und kleine Kunstwerke schuf. Bunte Kristalle und glänzende Steine dienten als Dekoration und verbreiteten ein zauberhaftes Licht. Ein selbstgebastelter Kamin aus Stein sorgte nicht nur für Wärme, sondern auch für eine heimelige Atmosphäre. Der Wunkel hatte ihn geschickt so angelegt, dass der Rauch durch einen natürlichen Schacht nach draußen geleitet wurde. Die Ecken der Höhle waren mit Kissen und Decken ausgelegt, die der Wunkel für seine Gäste bereitgelegt hatte, die jedoch aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes niemals vorbeikam. Dennoch hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich eines Tages jemand finden würde, der über das Äußere hinausblicken konnte. Die Höhle des traurigen Wunkels war ein liebevoll gestalteter Ort, der trotz seiner Größe Wärme und Geborgenheit ausstrahlte. Hier konnte er seine Gedanken sammeln, in seinen Zeichnungen verweilen und die Schönheit des Waldes inmitten seiner einsamen Welt genießen. Er verbrachte seine Tage damit, den Tieren des Waldes zuzuschauen und sich von der Natur trösten zu lassen. Doch sein größter Wunsch war es, einmal das fröhliche Treiben auf dem Weihnachtsmarkt zu erleben. Er sehnte sich nach Gesellschaft. Doch immer wenn er sich auf den Weg in die Stadt machte, schrien die Menschen erschrocken auf. Hässlich! Monster! Geh weg! Riefen sie und verjagten den traurigen Wunkel mit Fackeln und Mistgabeln. Eines Tages,
Als der Schnee sanft die Welt bedeckte und die Lichter der Weihnachtsmarktstände durch die Bäume schimmerten, wagte der Wunkel einen neuen Versuch. Er putzte sein Fell, so gut er konnte, legte seinen roten Schal um seinen Hals und stapfte tapfer in Richtung Stadt. Doch die Reaktion der Menschen war wie immer: Angst und Ablehnung. Es war an einem kalten Wintermorgen, als der Wunkel es wagte, in die Stadt zu gehen, um den Weihnachtsmarkt zu besuchen. Auf seinem Weg kam er an einer kleinen Bäckerei vorbei, aus der der Duft von frisch gebackenem Brot und süßen Leckereien verlockend in die Straßen strömte. Der Bäcker, ein alter Mann mit einem mehlbestäubten Schürzenhemd, bemerkte den Wunkel und erstarrte einen Moment. Seine Augen weiteten sich vor Entsetzen, als er das ungewöhnliche Wesen sah. Ohne zu zögern, begann der Bäcker seinen Unmut laut und unverblümt auszudrücken. Was zum Teufel ist das für eine Kreatur? Schimpfte der Bäcker und zeigte mit dem Finger auf den traurigen Wunkel. Seine Stimme war laut und schrill, durchzogen von einem Hauch von Abscheu. Hier haben solche Monster nichts verloren. Geh wieder zurück in den Wald, wo du hingehörst. Der Bäcker trat aus der Tür seiner Bäckerei und schwenkte einen Mehlsack bedrohlich in Richtung des Wunkels. Wir wollen hier keine hässlichen Gestalten wie dich in der Stadt haben. Du verschreckst meine Kunden, fuhr er fort und wurde von einigen neugierigen Passanten, die auf den Tumult aufmerksam wurden, unterstützt. Der traurige Wunkel, obwohl von Natur aus freundlich und sanftmütig, fühlte sich von den harschen Worten des Bäckers tief verletzt. Seine leuchtenden Augen verdunkelten sich vor Traurigkeit, als er sich demütig abwandte und seinen Weg fortsetzte, ohne ein Wort zu erwidern. Die Menschenmenge um den Bäcker herum murmelte zustimmend und einige stießen unsensibel Witze über das Aussehen des Wunkels aus. Doch unbemerkt von allen, die ihn ablehnten, hoffte der traurige Wunkel weiterhin auf einen Funken Verständnis und Akzeptanz in der kalten Welt, die ihn so oft verstoßen hatte. Der traurige Wunkel setzte sich traurig auf eine Bank am Rand des Waldes und beobachtete die fröhlichen Menschen, wie sie lachten, Glühwein tranken und sich an den festlich geschmückten Ständen erfreuten. Eine kleine Träne kullerte über seine Wange, als er spürte, wie sehr er sich nach menschlicher Nähe sehnte. Plötzlich hörte er leise Schritte hinter sich. Ein kleines Mädchen mit leuchtenden Augen und einem warmen Lächeln stand vor ihm. Warum bist du so traurig, lieber Wunkel? Fragte sie. Der Wunkel blickte überrascht auf. Noch nie hatte jemand so freundlich mit ihm gesprochen. Das kleine Mädchen, das dem traurigen Wunkel mit ihrer Freundlichkeit berührte, war ein bezaubernder Wirbelwind voller Leben. Sie trug ein knielanges Kleid, das in den Farben des Waldes schimmerte. Ein sanftes Grün, das an junge Blätter erinnerte, und ein warmes Braun, das an die Erde unter den Bäumen erinnerte. Um ihren Hals trug sie eine bunte Blumenkette, die bei jeder Bewegung leicht hin und her wippte. Ihre Augen waren von einem lebhaften Blau, das mit Neugier und Unschuld strahlte. Strubbelige goldene Locken fielen wild um ihr Gesicht, als hätte der Wind selbst versucht, ihre Fröhlichkeit zu fangen. Auf ihren Wangen zeichneten sich zarte Sommersprossen ab, die einen zusätzlichen Hauch von Unbeschwertheit verliehen. Die Kleine trug abgetragene Stiefel, die mit Schlamm und Erde von ihren zahlreichen Abenteuern im Wald zeugten. An ihren Händen trug sie kunterbunte Handschuhe, von denen jeder Finger eine andere Farbe hatte. In ihrer rechten Hand hielt sie einen Korb, gefüllt mit bunten Blumen, die sie während ihrer Streifzüge durch den Wald gepflückt hatte. Ihre Stimme war so frisch und lebendig wie ein plätschernder Bach. Als sie den traurigen Wunkel ansprach, tat sie das mit einer aufrichtigen Freundlichkeit, die jeden Raum um sie herum aufhellte. Ihr Lächeln war ansteckend und ihre Augen strahlten eine Herzlichkeit aus, die den Wunkel tief berührte. Das kleine Mädchen verkörperte die Unschuld der Natur, die Liebe zu allen Lebewesen und die Fähigkeit, das Gute in jedem zu sehen. Mit ihrem fröhlichen Wesen schaffte sie es, die Mauern des traurigen Wunkels niederzureißen und sein einsames Herz zu erwärmen. Das Mädchen erzählte dem traurigen Wunkel von ihrer Liebe zu allen Geschöpfen der Natur und wie sie es hasste, wenn Menschen andere aufgrund ihres Aussehens verurteilten. Sie bot dem Wunkel an, sie zum Weihnachtsmarkt zu begleiten.
Die anderen werden verstehen, dass du ein gutes Herz hast, versicherte sie ihm. Zusammen betraten sie den Weihnachtsmarkt. Anfangs schauten die Menschen zwar erstaunt, doch das warme Lächeln des kleinen Mädchens beruhigte ihre Ängste. Der traurige Wunkel durfte endlich den Zauber des Weihnachtsmarktes erleben. Der Weihnachtsmarkt im Herzen der Stadt, durch den sich der traurige Wunkel vorsichtig bewegte, war eine strahlende Oase der festlichen Freude. Die Luft war erfüllt vom süßen Duft von gebrannten Mandeln, Glühwein und frisch gebackenen Leckereien. Lichterketten und bunte Weihnachtsdekoration tauchten den Marktplatz in ein warmes, goldenes Licht. Die Stände waren kunstvoll geschmückt und präsentierten eine Fülle von Waren. Überall leuchteten funkelnde Lichter und farbenfrohe Girlanden. Die Geräusche von fröhlichem Kinderlachen und festlicher Musik füllten die Luft. Die Menschen flanierten zwischen den Ständen hin und her, eingehüllt in warme Wintermäntel und Schals. An den Verkaufsständen gab es eine Vielzahl von Leckereien. Von dampfenden Bratwürsten und würzigen Crepes bis hin zu zuckersüßen Waffeln und frisch gebackenen Plätzchen. Die Stände mit handgefertigten Geschenken, kunstvollen Holzschnitzereien und glitzerndem Weihnachtsschmuck zogen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Eine große Eisbahn in der Mitte des Marktplatzes lud Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Schlittschuhlaufen ein. Das fröhliche Klingen der Schlittschuhe vermischte sich mit dem Lachen der Menschen, die sich auf dem Eis vergnügten. Ein prächtig geschmückter Weihnachtsbaum, dessen Lichter in den verschiedensten Farben funkelten, bildete das Zentrum des Marktplatzes. Rund um den Baum versammelten sich die Menschen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Der Duft von Tannennadeln mischte sich mit dem Aroma von Gewürzen und schuf eine festliche Atmosphäre. Die Stände waren liebevoll dekoriert, einige mit Tannenzweigen und roten Schleifen, andere mit funkelnden Sternen und Glöckchen. Überall waren Schilder mit den verschiedensten Angeboten zu sehen, von handgestrickten Pullovern bis hin zu kunstvollen Weihnachtsdekorationen. Natürlich durfte auch der traditionelle Stand mit den frisch gebrannten Maronen nicht fehlen. In dieser zauberhaften Kulisse wollte der traurige Wunkel eigentlich nur Freude und Gemeinschaft erleben. Doch das harsche Urteil der Menschen verwehrte ihm den Zugang zu dieser festlichen Welt, bis ihm schließlich das kleine Mädchen mit ihrem warmen Herzen willkommen hieß. Gemeinsam genossen sie die festliche Atmosphäre, probierten Leckereien und fuhren Karussell. Am Ende des Tages, als der Weihnachtsmarkt sich langsam leerte, bedankte sich der traurige Wunkel beim Mädchen. Du hast mein Herz erwärmt und mir gezeigt, dass wahre Schönheit von innen herkommt, sagte er. Kurz sah das kleine Mädchen bei seinen Worten der Liebe anders aus. Das kleine Mädchen, das den traurigen Wunkel so freundlich behandelt hatte, war in Wirklichkeit keine gewöhnliche Kinderseele. In ihren Augen spiegelte sich ein geheimnisvolles Leuchten wider und ihre Worte trugen eine besondere Magie in sich. Tatsächlich war sie eine verwandelte Fee, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Freude und Liebe in die Welt zu bringen. Ihre Kleidung schimmerte plötzlich noch mehr in den Farben des Waldes als zuvor, weil sie die Natur und ihre Bewohner so sehr liebte. Die Blumenkette um ihren Hals war kein gewöhnlicher Schmuck, sondern ein magisches Amulett, das ihre guten Absichten und ihre Verbindung zur Natur unterstrich. Die goldenen Locken, die wild um ihr Gesicht fielen, waren nicht nur ein Zeichen ihrer lebendigen Persönlichkeit, sondern auch ein Symbol für die magische Energie, die sie umgab. Wenn sie lächelte, schien es, als würden Glitzerstaubpartikel aus der Luft aufsteigen und die Umgebung mit einem schimmernden Glanz erfüllen. Die kleine Fee hatte die Fähigkeit, die Herzen der Menschen zu berühren und das Gute in ihnen zu wecken. Ihre sanfte Stimme besaß eine zauberhafte Melodie, die traurige Seelen trösten und hoffnungslose Herzen erhellen konnte. Als sie dem traurigen Wunkel begegnete, spürte sie sofort die Traurigkeit in seinem Herzen. Ohne zu zögern, entschied sie sich, ihm ihre Freundschaft anzubieten und ihm die Tür zu einer Welt der Akzeptanz und Liebe zu öffnen. Schon ein Zwinkern später stand da wieder das kleine Mädchen. Mit einem fröhlichen Lächeln kehrte sie in den Wald zurück und der traurige Wunkel fühlte sich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich glücklich. Von diesem Tag an war er nicht mehr allein. Denn er hatte eine Freundin gefunden, die ihn so liebte, wie er war.